Es gibt Breaking News, Freunde. Die Ereignisse überschlagen sich. Ich bin euer Moderator und heute stelle ich euch was richtig Cooles vor hier, denn es gibt eine neue Schaustellerfirma im Business, im Kirmesgeschäft und hat eine neue Wasserbahn, die die Kirmes revolutioniert. Dann würde ich sagen, hey, hallo Leute und willkommen hier zu einem neuen Video und willkommen zu einer Folge von Zuschauer Creations. Den habe ich sogar eingeblendet letztens. Meine Freundin sagte gerade, macht halt den Staubsauger. Und ja, willkommen hier, ich habe eine neue Sache eingesendet bekommen. Und zwar von dem, ich habe den Namen jetzt total vergessen. Junge, schämen sollte ich mich. Und zwar hier, genau, von dem Baggerfahrer. Mensch, mir lag's auf der Zunge. Und dem Sips, der hat mich geholfen, genau wie der Crafting Gaming. Weil der Crafting Gaming war nämlich auch gerade noch ein Begriff. Und zwar hat er hier eine kleine Wildwasserbahn gebaut. Und ich habe sie angeschweißt. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr sie euch downloadet, ich hoffe, ihr habt ein bisschen besseren Computer, denn es laggt kurz ein bisschen, also sind ein paar FPS nur da. Aber wenn sie angeschweißt ist, läuft sie tipptopp, es läuft gerade hier alles rund und sie sieht einfach auch mega gut aus. Ich bin sie gerade schon abgelaufen, mache ich gleich mit euch zusammen auf jeden Fall. Und wundert euch nicht, warum ich hier sowas anhabe und den Nachrichtenmoderator gemacht habe, denn ich gehe heute mit meiner Freundin ganz spontan ein bisschen essen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich mache mich mal schick, ja, weil ich meine, bringt auch nicht viel. Ich bin trotzdem hässlich und ein dicker Typ, aber ein bisschen muss man ja wenigstens versuchen, oder? So, aber wir haben hier auf jeden Fall das gute Stück hier und guckt euch das an. Genau, die Boote werden einzeln mit dem Knopf, zack, zack, manchmal hakt die Bahn, ja gut, aber das ist halt, das kommt mir ständig. Es ist generell erstmal cool, dass er überhaupt es geschafft hat, eine Bahn zu bauen, weil Achterbahn ist ja ein bisschen schwierig, weil man kann ja das nicht machen mit Umschließen und so. Aber das hier, eine Wildwasserbahn, kann ich mir sogar wirklich gut vorstellen. Das ist eine Gondel. Ja, also richtig cool gemacht. Hier an den Seiten, Bumper. Ja, ich denke mal, die drehen sich auch. Könnte ich mir gut vorstellen. Und hier haben wir die Sitze und man kann da sitzen. In dem sitzen wir natürlich nicht. Unser sitzt natürlich da vorne am Start. Und ich habe alles schon von der Bahn gemacht. Der hat ganz viele angeschweißt. Also auch mal richtig Ressourcen sparen wieder. Ne? Muss man erstmal abschweißen. Und selbst wenn man die abgemacht hat, also den Knüppel weggemacht hat, funktioniert das immer noch alles leckfrei. Finde ich super. Und ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob der Hai irgendwas macht. Okay, der ist mit da hinten irgendwas verbunden. Also kann es sein, dass der, wenn man hier irgendwo vorbeifährt, irgendwas macht. Und hier haben wir das kleine Kassenhäuschen. Dann schauen wir uns jetzt mal an. Hallo, Kassenhäuschen. Achso, aber mehr kann das nicht. Okay, ich dachte, hier wäre vielleicht ein Knopf oder so, aber nein. So, wir haben hier... Wir gehen jetzt einfach mal hier ganz normal rein. Warte mal, wo geht's denn? Da geht's rein. Hallo, so. Ich will fahren. Vor allem, ihr glaubt es nicht, meine erste Wasserbahnerfahrung, ne, war auch auf der Kirmes. Und das war so schrecklich, muss ich sagen. Also, es war cool, aber es war sehr schrecklich, weil, ich weiß nicht, ob das noch in den 90ern waren oder war das schon Anfang 2000, das weiß ich nicht ganz so. Auf jeden Fall sind wir gefahren mit dem, und da war auch der damalige Freund meiner Mutter dabei. Und ich saß extra hinten, damit ich nicht platt gedrückt werde, weil, ne, vorne, man fährt runter und dann rutschen ja alle runter. Also saß ich extra hinten. Und wisst ihr, was das Bekloppte war? Diese Bahn hält oben an, dreht sich und fährt rückwärts runter. Und ich wurde natürlich zerdrückt. Das, was wir eigentlich vermeiden wollten. Geil! Also deswegen, das ist meine erste Wasserbahn, war eine schlechte Erfahrung, muss man so sagen. So, warte mal, wir fangen jetzt an, wir drücken jetzt hier. Halt, nehme ich mit. So. Und XXXXX, wenn wir wollen natürlich... Oh, okay. Machen wir so. Oha. Oh, mit einer Schatztruhe, wie cool. Okay. Das funktioniert hier auf jeden Fall. Die unteren Räder drehen sich auch. Das heißt, wir haben hier die Räder, ich denke mal, die sollen optisch da sein, aber wir fahren hier einfach auf jeden Fall ganz normal hoch. So, und jetzt gucken wir mal. Oh, cool. Ey, ja. Licht da, da ist ein Hai, der macht bestimmt gleich was. Ey, das ist mega cool. Das ist mega cool. Alter. Und alleine, guckt euch das an. Wie richtig schick er das gemacht hat. Gut, man sieht die Motoren da und so. Gut, was soll man machen? Die muss man irgendwo verstecken. Aber hier, ich meine, das mit der Kurve, ne? Man fährt hier, klar, manchmal hakelt, hat er ja reingeschrieben, aber das ist ja normal, das gibt Mechanik halt. Aber, ey, das ist natürlich, eine Wasserbahn ist geil zu bauen, glaube ich. Ich glaube, das könnten wir auch mal probieren. So, warte mal. XXXXX und jetzt. Uai! Pfsch, alles nass. Oh, guck mal, da vorne sind kleine Wasserspringer. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Guckt mal. Ui, Fontänen. Pui. Oh, noch eine. Oh yeah. Alter, ey, das ist cool, ne? Vor allem mit den Biegungen hier. Man kommt hier gut lang. Und die Räder, die an den Seiten, die sind auf lockerer Basis. Also die sind einfach nicht angeschlossen. Die sind einfach nur da. Die drehen natürlich ganz normal, wo man gerade gegenfährt. Ey, das ist top.
zeigte mir die Schale vom Hund. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das überhaupt für eine Schale? Rind mit Leber. Okay, Rind mit Leber. Leber. Ja, aber auch so, habe ich noch nie gemocht. Meine Mutter hat das immer früher mal gebraten und so und ich mochte das nicht. So, oh, Alter, auch mit den Lampions hier. Wie cool ist das denn, Freunde? Wow, also wir haben jetzt sogar noch einen und das ist jetzt der höchste sogar. Ach so, der war gar nicht so hoch. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir hier runtersegeln. Alter, das wird cool, das wird cool, das wird cool. Oh, ich freue mich, da freue ich mich drauf. Hier auch die Beleuchtung hier richtig schick gemacht, muss ich sagen. Baggerfahrer, Props an dich. Und wisst ihr was, Freunde, wenn ihr sagt, ey, das kann ich auch, oder das kann ich sogar besser, dann ballert das mal und ihr wisst natürlich Bescheid. Wenn ihr es hochladet, schreibt einfach unten in der Beschreibung im Workshop hin, darf der Kalle AD vorstellen. Der Kalle AD genauso geschrieben wie auf YouTube. Und würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. Ich denke mal, ich werde mich auch mal wieder ransetzen an sowas. Ohne Flachs, das ist ja mal mega cool. Und vor allen Dingen, ich hätte nicht gedacht, jetzt klar, wo ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, ja klar, warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Aber ich hätte eigentlich echt am Anfang nicht gedacht, dass das funktioniert. Und jetzt rutschen wir. Das ist auch cool, dass es funktioniert. Und das ist auch cool. Das ist auch echt cool, dass es funktioniert. Dass er nicht sagt, hey, yo, wir fahren mit den Rädern, du fährst jetzt langsam runter. Mega, mega cool. Und jetzt ich bin nicht gespannt, ob was mit dem High passiert. Aber da vorne ist kein Sensor. Also glaube ich irgendwie, dass da nichts passiert mit dem High. Der ist ja wahrscheinlich nur zur Deko da. Der Deko-Hai. Na, sieht so aus, als wäre das nur Deko. Aber der Hai ist aber auch mega gut geworden, muss man so sagen, ne? So, und jetzt fahren wir natürlich wieder vorne rein. Jetzt frage ich mich, bleibt das automatisch stehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil es ist ja der Knopf gedrückt. Ey, wisst ihr, was wir machen können? Wir können gleich mal... Ja, okay. Das machen wir jetzt. Hehehe. So, ich steige jetzt aus. Nehme das jetzt. Und nenne es jetzt GLFTHS und save das mal. So, warte mal, kann ich das hier reinsetzen? Ich hänge! Das ist aber die falsche Richtung, ne? Ne, ist die richtige Richtung. Aber es ist falsch gelandet. Na toll, jetzt kann ich es natürlich nicht mehr drücken. Na komm schon, na komm schon. Und Ali hopp. Und Ali hopp. Wir warten jetzt kurz, wir warten jetzt kurz. Wir machen jetzt richtig viele davon. Ananas Christus schreibt, schönen guten Morgen. Ja, ich bin nicht offline gegangen. Ich hoffe, jetzt auch, kommt noch keiner einfach reingejoint. Weil merkt euch das, Freunde, macht das nie. Kommt nicht einfach in die Map, Freunde. Bitte macht das nicht. Oh, die nächste Bahn. Wir warten wieder kurz. Oh, ich bin so gespannt, wie das gleich aussieht. Wenn die hier so im Kreis fahren die ganze Zeit. So, alle und ja, genau, wie gesagt, das ist die Revolution der Kirmes. Die ist so schnell voll. Alle Leute lieben diese Bahn. Man sieht es ja, hier, wie viele Gondeln hier rumfahren. Ich will mal kurz gucken gehen. Okay, da hinten kommt schon die erste runter und ey, das sieht so cool aus, das sieht so mega cool aus. Die nächste fährt. Okay, wir machen das jetzt mal. Wir gucken uns nämlich gleich von außen an. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich das gleich fertig gemacht habe. Und dann können wir gucken von außen an, wie das aussieht, Freunde. Also, bis gleich. So, und jetzt habe ich es fertig gemacht. Meine Freunde und ich, wir reden gerade noch über den kleinen Wumpus, Freunde, den ich auf der Gamescom 2017 bekommen habe. Und ja, guckt euch das an, da kommen sie alle an und das, ja gut, das einzige Problem natürlich, jetzt sind auf einmal so viele. Adios, amigos. Okay, der ist zu viel. Alter, okay, dann ist der hier aber auch zu viel. Wir müssen natürlich ein bisschen gucken, also die sind natürlich jetzt alle stark viel. Ich habe jetzt hier auch nochmal viele, aber schaut euch das schon mal an jetzt hier, das ist doch mega cool. Wir machen jetzt einfach mal, wir machen mal so. Und setzen uns hier einen Sitz drauf und fahren einfach mal nach oben. Und jetzt schaut euch das mal an. Wie cool sieht das einfach aus?
Da unten fährt er wieder in den Bahnhof rein. Hier, guck mal, zack, da oben. Oh, da oben staut er sich. Ach du, oh, oh, Alter. Alter, okay, der eine bewegt sich dann schneller als der andere mal oder der andere wieder nicht. Und deswegen hakelt das da oben. Jetzt treffen sie sich natürlich alle da oben. Das ist natürlich schade jetzt. Aber da kommt einer runtergefahren. Und, ui, ey, das sieht so cool aus. Das sieht mega cool aus, ohne Witz. Ohne Witz, ey. Das sieht so geil aus. Ich muss auf jeden Fall sagen, Baggerfahrer und auch eurem Crafting und dann selbst, ey, das habt ihr echt, echt gut gemacht. Und ich hoffe, ich werde in Zukunft noch mehr solcher coolen Sachen sehen. Ey, das wird... Baut doch mal, Baggerfahrer, baut doch mal eine Wildwasserbahn, die oben am höchsten Punkt stehen bleibt, sich dreht und rückwärts runterfährt. Versuch mal, ob ihr das hinkriegt. Würde ich mich natürlich richtig überfreuen. Finde ich geil. Ja, und ich würde sagen, in diesem Sinne auf jeden Fall, haut da rein. Wenn es euch da draußen genauso gefallen hat wie mir, ja, dann, ich hab's vorhin gezeigt am Anfang, wie das heißt. Sucht es im Workshop, geht drauf, gebt dort eine Bewertung ab, schreibt dort einen netten Kommentar. Und natürlich gebt auch hier diesem Video einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, in diesem Sinne, haut da rein, das war's. Macht's gut. Auf Wiedergeschauen.